Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Einführungsvideo an alle Leute, die Path of Exile neu beginnen wollen oder gerade neu begonnen haben. Es soll sich heute ein bisschen darum drehen, was muss ich eigentlich machen, bevor ich in Path of Exile so richtig durchstarten kann? Oder was sollte ich beachten, bevor ich durchstarten kann? Und da würde ich erstmal damit anfangen, lasst das Spiel auf Englisch. Das ist Regel Nummer 1. Denn wenn ihr irgendwas nachschauen wollt, würde es sehr schwierig sein, das auf Deutsch zu finden, mit dem deutschen Namen. Wenn ihr zum Beispiel Items nachschauen wollt, zum Beispiel Relentless Fury wird mit Sicherheit einen anderen Namen haben. Und ihr werdet es nicht finden, wenn ihr das mit dem deutschen Namen eingebt. Da kommen wir schon zum zweiten. Wenn ihr nämlich irgendwas sucht, schaut in die offizielle PoE-Wiki, pathofexile.gamepedia.com. Schaut da rein, das ist bei allen Fragen, würde ich sagen, eure erste Anlaufstelle. Wenn wir hier zum Beispiel mal gucken, können wir zum Beispiel nach Currency-Sachen suchen. Alles, was Currency ist, wird dann hier aufgelistet. Können wir dann noch draufklicken, gucken, was die Miter machen. Und es geht halt hier nicht nur darum, Sachen zu bezahlen bei den Currency-Sachen, sondern es geht tatsächlich auch darum, dass man mit diesen Sachen was mit dem Item machen kann. Du kannst auch ein Item manipulieren. Du kannst auch ein Item manipulieren und es dir selbst bauen, sozusagen, wenn du davon genug Ahnung hast. Allerdings möchte ich dazu kein Geld machen, denn davon habe ich keine Ahnung. PoE-Wiki, zweiter Punkt, ist euer bester Freund. Außerdem gibt es in dem Spiel hier unten, an der gleichen Stelle, wo hier Average Damage steht, hier unten, gibt es auch einen DPS-Wert für viele andere Spells. Lasst euch davon nicht zu sehr beeinflussen, denn der ist nicht immer richtig. Es gibt tatsächlich relativ viele Skills, bei dem der falsch ist, und zwar komplett falsch. Deswegen, es gibt einfach viel zu viele Wege, um hoch zu skalieren, dass der Ingame-Damage-Wert richtig angezeigt werden würde. Deswegen, guckt in euren Bild rein, den ihr euch hoffentlich rausgesucht habt, dazu komme ich gleich noch, und folgt dem einfach. Normalerweise werdet ihr merken, dass ihr genug Damage macht. Denn Damage ist gar nicht so wichtig in dem Spiel. Viel wichtiger ist in Path of Exile Verteidigung. Und Verteidigung ist euer Leben, Energieschild, in manchen Fällen sogar noch das Mana. Außerdem, ganz wichtige Mechanik, tatsächlich eine der wichtigsten, ihr müsst eure Resistenzen im Blick haben. So ab ungefähr Level 30 müsst ihr die im Blick haben und solltet die versuchen auf 75% zu kriegen. Neben eurem maximalen Leben sind eure Resistenzen extrem wichtig, denn, kleine Beispielrechnung, das Spiel erwartet irgendwann, dass ihr 75% Resistenzen habt. Ja? Jetzt kriegt ihr 100 Feuerschaden. Bei 75% Resistenzen bekommt ihr davon noch 25 auf euer Leben abgezogen. Wenn ihr 50% habt, sind das schon 50, die abkriegt. Ihr kriegt den doppelten Schaden bei 25% weniger Resistenzen. Und das Spiel erwartet, dass ihr die 75% habt, ab spätestens Level 40. Sprich, wenn ihr sehr häufig sterbt, guckt zuerst in eure Resistenzen Richtung maximal, was ihr erreichen könnt. Wenn nicht, müsst ihr irgendwie gucken, ob ihr irgendwo anders Resistenzen herkriegt, Items mit höheren Resistenzen. Anbieten tun sich dafür häufig die Ringe, weil hier gibt es zum Beispiel Ringe, die immer Resistenzen drauf haben und dann extra noch Mods. Und das zweite ist Items mit maximalem Leben. Da ist zum Beispiel Maximum Life. Solche Items sind dann der zweite Schritt, wenn euer Leben einfach nicht ausreicht und eure Resistenzen schon auf maximal sind. Das sind die kurzen Einführungen, was wichtig ist. Jetzt, bevor ihr anfangt und jetzt wild ins Leveling einsteigt, würde ich euch noch zwei Sachen mit auf den Weg geben. Das erste ist, sucht euch ein Bild raus. Guckt dazu am besten ins Forum. Könnt ihr mal kurz dahin gehen. Mache ich mal mit euch zusammen. Wir gehen ins Forum. Hier unten, Classes Builds. Und dann habt ihr hier die 6 Charaktere. Den Charakter hier, die Scion, den habt ihr nicht, wenn euer Account neu ist. Den habt ihr erst, wenn ihr einmal Akt 3 fast beendet habt. Dort befreit ihr die Scion und dort könnt ihr diesen Charakter spielen. Deswegen sucht euch einen von den anderen 6. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal da reingehen, ich gehe jetzt mal zum Schatten, weil den spiele ich auch gerade. Dann habt ihr hier oben immer angepinnt, in jedem Unterthread tatsächlich so eine Liste von Builds, die sich schon sehr gut bewährt haben. Ihr könnt auch sonst, hier sind noch viel, viel mehr Builds. Ihr könnt auch nach weiteren Unterklassen, es gibt schon Unterklassen, unterteilen. Aber gehen wir nochmal in die Liste rein. So, jetzt ist natürlich die Frage, welches dieser Builds eignet sich denn für mich? Und da würde ich euch empfehlen, sucht nach Beginner. Könnt ihr auch sozusagen nicht nur die Bildliste durchsuchen, sondern auch hier einfach Beginner. Und hier seht ihr zum Beispiel, gibt ein paar Beginner-Builds oder zumindest Leute, die meinen, dass ihre Builds für Beginner gedacht sind.
Das sind dann meistens Builds, die relativ einfache Mechaniken haben, keine komplexen Sachen, die man irgendwie beachten muss. Oder man sucht halt nach Budget. Will man auch ein paar. Einfach danach suchen, dann findet ihr bei Budget billige Builds, die allerdings schon relativ ein paar komplexe Mechaniken beinhalten könnten, aber die man halt, mit denen man gut anfangen kann, um an Currency-Items zu kommen und vielleicht später teurere Builds zu machen oder sich teure Items zu kaufen. Und bei Beginner-Builds sind es eindeutig Builds, die sehr einfach sind, die vielleicht deswegen auch manchmal ein bisschen langsam sind oder ein bisschen langweilig manchmal auch für manche Leute, aber die dafür halt sehr gut sind, um die ganzen Mechaniken, die ganzen Gegnermechaniken auch zu lernen, weil auch die Gegner haben, besonders später, im späteren Spielverlauf, fiese, fiese Varianten, dich anzugreifen und dich eventuell auch zu töten. Erstmal gebe ich euch 5 Beispiel-Builds für jede Klasse ein Bild mit einem Link unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach mal reinschauen, denn wenn ihr nicht ein Bild aus dem Forum nehmt oder von YouTube, dann könnt ihr auch gerne nach Beginner-Builds suchen. Wenn ihr kein Bild euch irgendwo raussucht von jemandem, der Ahnung hat, der das schon vorher gemacht habt, werdet ihr nämlich sonst das Problem, dass ihr wahrscheinlich in die ersten 3 bis 5 Charaktere die komplett verskillen werdet. Wobei jetzt, wo ich euch gesagt habe, dass zum Beispiel Verteidigung wichtig ist, das wäre nicht schlimm, wenn man das relativ früh merken würde. Aber ihr werdet das erst merken, wenn ihr wahrscheinlich so 10 Stunden in-game seid und so zwischen Level 40 und 50, fast 60 sogar ankommt, je nachdem, wie gut ihr euch vorbereitet habt und dann einfach sehr oft sehr schnell sterbt oder einfach nichts mehr totkriegt. Und um euch diesen Frust zu vermeiden, würde ich empfehlen, sucht euch ein Bild raus. So, haben wir das Bildthema fertig. Entschuldigung, hat ein bisschen länger gedauert. Und das andere ist deutlich einfacher. Nehmt einen Lootfilter. Lootfilter werdet ihr euch denken, hä, wozu brauche ich das? Das Problem bei Path of Exile ist, ihr kriegt haufenweise Loot. Tonnenweise. Wenn ihr keinen Lootfilter habt, ist euer Bildschirm einfach mal voll nach einem Kampf. Mit allem möglichen Scheiß, den ihr nicht sehen wollt. So, wie kommt ihr also dazu, dass ihr nur noch die Sachen seht, die wirklich interessant sind? Am besten auch noch farblich hervorgehoben. Da gibt es eine schöne Seite, die nennt sich Filterblade. Das ist eine Seite eigentlich zum Customisieren von Filtern, aber ihr könnt sie auch einfach benutzen, um einen Filter rauszusuchen. Ich benutze zum Beispiel gerne die Blau-Variante. Ihr seht hier auch immer dann die Vorschau, wie Sachen so aussehen, wie sie markiert werden und so weiter und so fort. Braucht euch jetzt erstmal nicht damit beschäftigen. Die Sachen, die hervorgehoben werden, jedenfalls sind interessantere Sachen. Hier zum Beispiel Currency-Items. Das sind halt einfache Currency, das sind bessere Currency, und dann gibt es auch Töne dazu und so weiter und so fort. Sucht euch hier aus, einfach, zum Beispiel hier, Regular, Blue oder Normal, dann ist es eher grün anstatt blau. Also hier seht ihr dann den Unterschied. Ist dann halt eher grün anstatt blau. Und dann geht ihr hier drüben auf Download und dann könnt ihr hier einen Namen eingeben und dann klickt ihr hier auf Download. Machen wir mal 9. Ja, wir machen mal hier einen für mich Strict, weil ich den später noch brauche. Download. So. Strict Blue. Test. Er wird runtergeladen. Einfach hier Strict Blue Test.filter, Datei speichern. Und dann geht ihr hier in den Ordner und kopiert diese Datei in Dokumente, My Games, Path of Exile und hier sind schon meine anderen Filter. Kopiert die rein. Wenn ihr das getan habt, müsst ihr das noch, um es einzustellen, in Path of Exile in die Optionen gehen. Unter UI und dann gern fast ganz unten ist hier List of Item Filters. So, und jetzt könntet ihr hier Strict Blue Test auswählen zum Beispiel. Dann steht hier Item Filter loaded successfully, save und ab da werden eure Items entsprechend angezeigt. So, ich hoffe, das war eine relativ kurze, knackige Einstiegshilfe, um sich zurechtzufinden, um nicht ganz so erschlagen zu werden, um ein bisschen Orientierung zu haben. Und wie gesagt, wenn ihr sonst irgendwo Fragen habt, sucht euch einfach irgendwo Hilfe. Reddit, Forum, was auch immer. Normalerweise ist die Community sehr, sehr freundlich zu Neueinsteigern, besonders wenn ihr sagt, dass ihr Neueinsteiger seid und eine Frage habt. Also, ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg beim Looten, viel Glück und man sieht sich, Exile.